Okay, ach so. Aber wenn ich zwischendurch weglaufe und weil Bühne hin und her rennen ist genau mein Ding und ihr mich nicht mehr hört, müsst ihr winken oder schreien oder sowas, weil das Mikro nur hier steht. Genau, ansonsten, ich heiße Christian. Ich wollte ein bisschen was erzählen, wie man sich so seinen Alltag als effizienter Entwickler ein bisschen einfacher gestalten kann. Ich arbeite als Softwareentwickler, komme eigentlich so aus der Ops-Ecke. Das heißt, ich habe meistens so einen Drang dazu, auch Sachen zu automatisieren, ein bisschen auf Sicherheit zu achten. Und diese ganze DevOps-Bewegung, die lief mir ganz gut rein. Es gibt Leute, die zum Teil auch hier im Raum sitzen, die auch schon sich darüber beschwert haben, dass ich meistens eine sehr gute Laune habe und sie darin störe, eine schlechte Laune zu haben. Genau. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, ruft gerne rein, wenn ich euch nicht sehe. Es blendet ziemlich hier. Ansonsten hebt die Hand. Ich glaube, er heißt auch Christian, rennt dann irgendwie rum mit dem Mikrofon. Ansonsten könnt ihr auch die Frage schreien und ich wiederhole sie nochmal schnell für alle. Genau. Und vielleicht darf ich mal kurz eine Frage stellen. Ich finde es ganz super, dass wir wieder hier alle zusammensitzen und man nicht nur in seinen Monitor eine Frage stellt oder in seine Kamera. Wer von euch entwickelt denn Software? Okay. Und wer von euch verwaltet die Versionen von irgendwelchen Dependencies? Okay, cool. Es überschneidet sich, glaube ich, ziemlich, was ganz gut ist. Genau. Moderne Softwareentwicklung, wisst ihr alle, läuft so, dass man eigentlich nichts mehr von Null ausbaut, sondern es ist eigentlich total hip, Sachen wiederzuverwenden. Das heißt, entweder haben andere Leute schon Dinge gebaut. Ich nehme mal ganz gerne als Beispiel so einen HTTP-Client zum Beispiel, die das vielleicht schon besser können, zumindest als ich. Vielleicht könnt ihr das alle gut, vielleicht benutze ich einen HTTP-Client, den jemand von euch maintaint oder so, könnte sein. Man kann aber auch Teile und Funktionen von eigener Software wiederverwenden in einem anderen Projekt zum Beispiel. Ja, ich werde ein paar Mal von Projekten sprechen, ob das dann ein Tool oder ein Projekt oder sonst wie ist. Ich glaube, es kommt meistens raus. Genau, aber ich glaube, mittlerweile eben läuft sehr viel drauf raus, dass man sehr viele Sachen versucht wiederzuverwenden, aus meistens Zeitgründen. Ja, ihr kennt das alle, es gibt Feature-Druck oder sowas, ja, oder Bug-Druck und nicht ein mach mal schön, ja, okay, oder mach mal alles selber, muss man eigentlich dann machen. So, in moderner Softwareentwicklung oder modernen Programmiersprachen gibt es dafür meistens Paketmanager, die einem erlauben, irgendwelche Bibliotheken einfacher zu verwalten und so diesen ganzen Product Lifecycle, wie das so neudeutsch heißt, irgendwie ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Sind viele Java-Entwickler hier? Die Beispiele sind möglicherweise mit Java, aber ich glaube, man kann das transportieren, wenn man schon ein bisschen Software entwickelt hat, auf die anderen Paketmanager oder sowas oder Software Lifecycle und so weiter Manager. Ich habe mir erlaubt, Docker mit aufzuführen. Ist jetzt kein so klassisches Dependency Management Tool. Es gibt aber eben, ihr kennt das alle selber, ja, ihr macht so ein Docker-Build oder Docker-Run und habt irgendeinen Docker-File und da gibt es ein Basis-Image und ihr ladet das halbe Internet runter und vertraut einfach darauf, dass das irgendwie magischerweise funktioniert und euer Projekt nicht komplett in die Tonne wirft. So. Und im Beispiel nachher wird man auch ein Beispiel aus Docker sehen und deswegen ist das irgendwie ganz praktisch. Wer von euch macht Docker-Images, Container, Kubernetes, sowas in die Richtung? Okay, vielleicht doch viele. Infrastructure as Code, Terraform, Ansible. Okay, cool. Okay, ich habe mal beispielhaft eines halbwegs übersichtliche Liste rausgekramt, die halt so ein JavaScript, modernes JavaScript-Tool oder Frontend ist. Hat jetzt keinen Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit oder sowas, ist aus einem echten Projekt übernommen und habe mal einen so einen Teil davon rausgegriffen, eine Dependency, die man sich damit in sein Projekt installieren kann. Ja, das heißt, ihr checkt das Git-Repo aus davon und macht sowas wie npm install und bekommt sowas wie File-Loader, was auch immer das tut. Und ihr schreibt das aber in eurem Projekt fest, ich möchte File-Loader benutzen, ja, weil dann kann ich Funktionen aus dieser Bibliothek verwenden. Und was, glaube ich, auch so ein Best Practice ist, ist natürlich auch, die Software davon festzuschreiben. Ja, das heißt, ich weiß, ich will FileLoader in der Version 6.2.0 zum Beispiel in diesem Projekt raus verwenden. Ja, natürlich mit der Intention zu sagen, ich weiß genau, welche Funktionen und Methoden und so weiter da drin sind, die ich verwenden kann, dass auch keine gestrichen wurde in der Zwischenzeit. Bitte. Ich habe eine Frage, wie strikt sollte das sein? Sollte man 6 oder höher angeben, 6.2, 6.2.0? Ja.
Ich wiederhole mal die Frage ist, sollte man eine 6 oder eine 6.2, 6.2.0, wie strikt sollte man das Ganze angeben? Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube, du kriegst keine so richtige Antwort. Wenn man das sehr granular macht, also sagt, ich möchte 6.2.0 verwenden und keinen Patch, dann kriegst du nachher ein Tool, mit dem du das zumindest handeln kannst halbwegs. Ich persönlich würde es immer möglichst strikt halten, weil dann hast du halt zu jedem Zeitpunkt, kannst du an deiner Versionierung halt nachvollziehen, in dem Fall an seiner Git-Historie oder sowas, wann wurde welche Version benutzt und musst nicht in irgendeinem alten Build-Log oder das Artefakt auspacken und gucken, was habe ich denn am 23.05. letztes Jahr für ein Artefakt deployed? Habe ich das überhaupt noch, das Paket? Ja, und was war da denn für eine File-Loader-Version drin? Und dazu kommt noch, dass Git ist ja irgendwo auch so eine Art, ein Entwickler unterschreibt quasi mit seiner Commit-Message und mit seinem Sign-In dafür, dass er dafür Code geändert hat. Das heißt, wenn er eine Bibliothek geändert hat, steht irgendwo hoffentlich im Kommentar auch, warum das passiert ist. Deswegen, meine Hoffnung wäre, dass möglichst viele Leute das sehr, sehr granular machen und einfach hart auf eine Version festschreiben. Habe aber auch schon Projekte gesehen, wo man eben sagt, ich möchte eine 6er-Version von FileLoader oder eine 6.2.0. Ne? Ich erzähle nachher was für ein Beispiel, wo sowas in die Hose gehen kann oder aus einem Beispiel. Genau, jetzt ist es eine Liste, da steht einfach eine Liste von Dependencies drin, die man aktiv für sein Projekt benutzen möchte. Jetzt kommen in diesen Dingern verpackt oder noch transitiv herangezogen noch viele, viele andere Dependencies mit. Ja? Das heißt, ihr ladet möglicherweise nicht nur diese Dependencies, sondern auch noch so einen ganzen Zoo aus anderen Dependencies, von denen ihr gar nicht wisst, dass sie existieren. Bei Java sieht das Ganze ein bisschen, oder bei Maven in dem Fall, ist das Ganze noch ein bisschen aufwendiger. Und zwar gibt es dafür immer so einen Namespace. Ja? Bei NPM ist es so, dass es quasi eine globale Registry gibt. Ist der Name schon vergeben, könnt ihr da kein Artefakt mit dem gleichen Namen hinpushen. Bei Java ist es ein bisschen anders. Ja? Ihr habt einen Namespace oder eine Gruppe, wenn man so will. Dann habt ihr den Namen, das heißt, in dem Fall wäre das ein JSON Databind. Was das macht, ist total irrelevant. Ja, das macht so ein XML und JSON Parsing, typischerweise in so Webclients, aber es ist jetzt für den Inhalt hier nicht wichtig. Dann habt ihr eine Version und dazu habt ihr auch noch so einen Scope. Ja, das heißt, in dem Fall ist es Compile. Ich brauche das zur Compile-Zeit, muss dieses Artefakt vorliegen. Es gibt Bibliotheken, die müssen zum Beispiel nur zur Laufzeit vorliegen. Es gibt Bibliotheken, das sieht man ganz unten rechts, die braucht man nur für Tests. Und typischerweise geht man dann in so einen modernen Dependency Manager hin und sagt, ich möchte zum Beispiel nachher in meinem Produktivpaket auch diese Test-Dependencies gar nicht mehr drin haben. Ja? Und vielleicht kann man da auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen weniger konservativ an die Versionierung rangehen, dass man sagt, ja, für Testzwecke und für lokales Entwicklungs-Szenario ist mir nicht so wichtig, ob das jetzt eine 6.2, 6.3, 6.5 ist. Könnte in die Hose gehen natürlich wiederum, wenn man dann später in Produktion eine Version hat, mit der man nicht getestet hat oder so. Ja, das, genau. Und was man hier sieht, bei Java oder in dem Fall bei Maven, gibt es bei Gradle aber auch, ist es eben so vererbungsgetrieben. Das heißt, wenn ihr hier seht, ganz oben seht ihr sowas wie, da ist so ein Plus. Man erkennt das wahrscheinlich von hinten. Das sind quasi die auf der ersten Ebene, wo nur ein Plus davor steht, eine Einrückung, das sind die Artefakte, die ich mir aktiv in meine Konfigurationsdatei reingeschrieben habe. Ja, das heißt, wo ich gesagt habe, ich möchte zum Beispiel zweite Zeile gerne Spring Boot Starter Security. Ja, das ist im Java-Umfeld was, mit dem man so Login-Masken und sowas machen kann und so ACLs, RBAC und sowas. Und ich möchte auch die Testbibliothek dazu und ich möchte die Webbibliothek und so weiter. Genau. Wenn man das ändern muss, sieht es manchmal auch so aus, sondern man kommt sich so vor, ja, weil es kann durchaus passieren, dass man eine Schwachstelle zum Beispiel hat in irgendeiner tief verschachtelten Abhängigkeit, die man selber nie irgendwie konfiguriert hat, von der man vielleicht gar nicht weiß, was sie da ist. Man benutzt vielleicht einen Security-Scanner, der sagt, hey, JSON Databind hat eine gravierende Schwachstelle und du überlegst erstmal, Moment, das habe ich doch gar nicht benutzt, wo kommt das überhaupt her? Und da kommt man relativ schnell in Bedrängnis, wenn man das nicht schon allein das Anzeigen und Erkennen von Schwachstellen, die man sich schon über so einen Dependency Manager reingezogen hat oder über Bibliotheken, die irgendjemand im Internet veröffentlicht hat, alleine das zu erkennen, kann man eigentlich händisch gar nicht mehr machen. Ja, also in dem konkreten Fall, ich zeige gleich eine Demo-App, da habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Dependencies aktiv eingetragen und wenn ihr die baut, ladet ihr aus dem Internet fast 100 Dependencies runter, die eben irgendwie transitiv, also nachgelagert von diesen verschiedenen Dependencies gefordert sind.
Genau. So, was ist denn jetzt grundlegendes Problem bei diesem ganzen Dependency Management für Elefants? Einmal eben die Menge, ja, bestell 5, krieg 100. Dann gibt es Abhängigkeiten, die das ganze Dependency Management in sich noch mal ein bisschen schwerer machen. Ist vielleicht bei Java noch ein Tick wichtiger, das zu beachten als woanders. Also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, ich habe eine Bibliothek A, die bringt selbst noch eine Abhängigkeit auf eine Bibliothek B mit. B eine auf C und C hat vielleicht eine Abhängigkeit zu A. Ja? Das heißt, ihr bildet da so einen Kreis. Und dann habt ihr möglicherweise so ganz ekelhafte Abhängigkeiten, die sich dann dummerweise meistens zur Laufzeit zeigen. Ja, wenn es im Test sich zeigt, dann merkt ihr das ja einfach so, da braucht ihr kein Tool für, dann geht euer Test einfach in die Hose. Wenn es in Prod funktioniert oder passiert, idealerweise dann Sonntagnachmittags, wenn kein Mensch arbeitet bei euch, ja, das ist natürlich irgendwie arg ungeschickt. Konfiguration an sich, ja, ist immer so eine Sache, dass man da möglichst auch eine einheitliche Linie findet. Wenn ihr mit mehreren Leuten an einem Stück Software arbeitet, müsst ihr das halt irgendwo so konfigurieren, dass auch jeder andere damit in dem Team was anfangen kann. Ja, bei Open-Source-Software ist es genau, und das ist wahrscheinlich noch ein größeres Problem, weil ihr einen viel größeren Teilnehmerkreis vielleicht habt, die in euer Projekt contributen wollen. Und wenn ihr das sauber strukturiert, die ganze Konfiguration von irgendwelchen Abhängigkeiten, ist es natürlich leichter auch für andere Leute zu verstehen, was habt ihr da getan und wie kann ich mich dabei beteiligen. Ja, Class-Path-Management, auch eine ganz große Nummer, vor allem bei Java. Ja, wenn ihr mehrere Bibliotheken habt, die auf die gleiche Bibliothek referenzieren, aber vielleicht auf verschiedene Versionen. Ja, je nachdem, was ihr für ein Tool benutzt, kann das aufgelöst werden oder eben nicht. Und das Problem ist, wenn ihr dann mehrere Versionen einer Library in eurem Classpath habt, der zur Laufzeit geladen wird, kann es passieren, dass zum Beispiel eine Version A eine Methode schon gar nicht mehr hat, die ihr aber an der Stelle, wo Version B benutzt werden soll, also sagen wir mal, Version 2 hat irgendeine Methode abgeschafft, die Version 1 benutzt oder mitgebracht hat und euer Tool oder eine Abhängigkeit benutzt die Methode aus Version 1 und das andere Tool aus 2. Und dann kann es passieren, dass diese Methode nachher in eurem Produktionssystem gar nicht vorhanden ist. Ja, auf magische Weise. Vertrauen ist ein Riesenproblem, ja, weil ihr ladet letztendlich Sachen aus dem Internet runter. Ja, wenn man so große Dinger benutzt wie Spring, wo man halt irgendwie 50 Bibliotheken aus einer einzigen, die man selber eigentlich wollte, bekommt, haben die Leute bei VMware in dem Fall das hoffentlich richtig kuratiert, ja, und nicht irgendwas genommen. Aber es gibt einfach da auch Pakete, da merkt ihr irgendwann mal, wenn es tatsächlich einen Bug gibt, liest man so aus den Issues raus, die Leute haben eine Person, die dieses Ding betreibt. Und das halbe Internet benutzt dieses Tool. Das ist natürlich ein riesen Vertrauensproblem. Und Abhängigkeiten und so weiter. Und worum wir uns heute kümmern wollen, ist Versionierung und Updates. Und es geht schon nur alleine, diese kleine Facette Versionierung ist schon ein Riesenthema in größeren Projekten. Wenn ihr mal 100 Dependencies habt, die ihr aktiv in euer Projekt geschrieben habt, wo ihr selbst feststellen müsst, welche Version wird denn gerade verwendet, in welchem Zustand, ja, oder in welchem Scope und wo bin ich gerade? Bin ich im Test? Bin ich in Prod? Wie stelle ich fest, dass meine Produktionssoftware, die ich nachher irgendwie gebaut habe, immer noch die gleichen Dependencies verwendet wie mein Testsystem und so weiter? Und man kann das relativ leicht auch gut kaputt machen. Dann ist eben die Frage, wie werden Versionen konfiguriert? Es gibt meistens mehrere Varianten, ja, dass man irgendwo eine Liste führt und nimmt Variablen und so weiter. Und das müsste man am besten an einer Stelle auch, ich sag mal, gerade ziehen, ja, oder auf eine Art konfigurieren, weil sonst bist du eben bei mehreren Maintainern ruckzuck an dem Problem, dass das einfach nicht mehr wartbar ist. Und dann ist immer eine ganz große Frage, wir haben es vorhin in Richtung Commit Message schon gehört, wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, ihr habt vorhin alle die Hand gehoben, finde ich super. Es gibt Firmen, da ist es nicht so. Ja, da gibt es wenige Personen, die dafür verantwortlich sind, zum Beispiel sich um die Versionierung zu kümmern. Aus dem einfachen Grund, dass es sehr komplex ist, wenn verschiedene Entwickler alle auf verschiedenen Versionen entwickeln und das nachher alles in so einen Mainline-Branch werfen und da geht halt ruckzuck auch mal eine Version kaputt. Ja, deswegen macht es Sinn, sowas auch automatisiert irgendwie abzufrühstücken. So. Und dann gibt es so die grundlegende Frage, warum will man denn überhaupt Updates machen, die man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss. Security ist wahrscheinlich ein Riesentreiber. Ja, ihr habt vielleicht vor Weihnachten, hat vielleicht der CEO bei euch angerufen und gesagt, hey, haben wir da Log4j? Und dann habt ihr wahrscheinlich gesagt, oh ja, haben wir, aber wir haben so eine alte Version, die hat die Schwachstelle noch gar nicht. Kann man Glück haben, wenn man keine Updates macht, aber ideal ist es natürlich nicht. Genau.
aus Sicherheitsgründen werden ganz, ganz schnell ganz viele Updates gemacht. Es gibt aber noch andere Gründe, weswegen man natürlich seine Software updaten will und einen relativ modernen Stack haben will. Das heißt, alle Dependencies auf einem einigermaßen neuen Stand. Und der eine ist Performance, weil natürlich Leute auch ja an diesen Libraries arbeiten. Und die machen das ja auch nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie damit was bezwecken wollen. Das heißt, entweder bringen sie euch neue Features, neue Funktionen, neue Methoden, oder sie machen vielleicht die Performance besser. Und wenn ihr zum Beispiel so einen HTTP-Client habt, der clientseitig 50% Ressourcen einsparen kann, dann kann das bei einer großen App einen Riesenhaufen Ressourcen ausmachen. Ja, und vielleicht will man deswegen relativ modern bleiben. Und meistens wird die Performance besser, weil die Leute ja auch immer mehr testen. Ja. Und dann gibt es eben diesen Killer, warum man manchmal keine Updates machen will. Das ist eben, wenn Methoden oder Funktionen gestrichen werden. In Java heißt das deprecated. Ich weiß nicht, wie das woanders heißt, aber man kann sich sehr herleiten. Letztendlich ist es so, wenn eine Version 1 eine bestimmte Methode hat und man möchte die perspektivisch entfernen als Maintainer, weil man zum Beispiel sagt, ich brauche die Methode nicht mehr, ich habe zwei andere Methoden, die zusammen das Gleiche machen und die finde ich technisch irgendwie besser, aus Gründen. Dann schreibt man in eine Version 2 typischerweise sowas dran wie hier deprecated, dann kriegen die Entwickler eine Warnung beim Bauen und die sagt zum Beispiel, Achtung, nächste Version fällt das Ding raus. Habt ihr bestimmt alle schon gesehen. Und dann hat man die Möglichkeit, das auszubauen. Und jetzt kommt das Problem, wenn man das dann verschiebt, weil man sagt, ah nee, da kommt die Methode raus, das lassen wir lieber. Wenn dann einer der anderen Punkte kommt, ja, und zum Beispiel jemand sagt, ja Moment mal, hier Version 4, Security und so, mach mal Update, dann steht ihr da und merkt, ah, in Version 3 ist was rausgefallen. Jetzt muss ich erstmal den Aufwand da reinstecken, das so zu implementieren, dass ich diese Methode auch ersetzen kann. Ja, weil sonst steht ihr da und ein Teil von eurem Code funktioniert einfach nicht mehr, weil ja eure Funktion fehlt. Dann seid ihr vielleicht sicher, deployen dürft ihr es trotzdem nicht wahrscheinlich. Und was ich empfehlen würde, im ersten Schritt wäre eine Form von Tooling, die euch darauf aufmerksam macht, dass ihr ein Sicherheitsproblem in einer Bibliothek habt. Mit dem einfachen Grund, bevor ihr überhaupt anfangen solltet, Updates zu machen, solltet ihr dringend wissen, was davon ist unsicher. Ja, weil es gibt richtig gehende Kampagnen, die sich an öffentliche Apps oder sowas richten, die halt einfach, ihr kennt das vielleicht schon seit Jahren, ihr mietet einen neuen Server bei Hetzner oder sonst wo, startet den, guckt ins Log, was so im Audit steht oder so und innerhalb von 2 Minuten hast du 500 Logins, wo Leute versuchen mit Root und ohne Passwort in dein SSH-Daemon reinzukommen. Ja, und sowas gibt es aber auch auf einer höheren Ebene, ja, dass Leute tatsächlich hingehen mit irgendwelchen Scannern wie Burp oder Zap oder sowas, einfach jeden Endpunkt, der neu im Internet auftaucht, direkt scannen und gucken, gibt es da Standardschwachstellen. Ja, und sobald ihr eben so eine bekannte Schwachstelle habt, Beispiel sowas wie Log4j, wird knallhart versucht, nach wenigen Sekunden quasi, wenn das bekannt wird, das auszunutzen. Und ihr müsst da am Ball bleiben, dass ihr merkt, ah, Achtung, Schwachstelle, ja, die Schwachstelle ist bekannt geworden, ich muss sie schneller patchen, als irgendein Angreifer mir die irgendwie ausnutzt. Und ich habe mal so ein paar Tools, die so Sicherheitsscans machen, aufgeschrieben. Dependency Check mag ich persönlich sehr gerne. Ist ein OWASP in der OWASP Foundation. Ist Open Source. Der Maintainer oder die Maintainer reagieren extrem schnell. Die sind meistens innerhalb von einem halben Tag, wenn ihr dann ein Issue stellt, auch dabei, das zu fixen oder euch was zu erklären. Gibt aber auch kommerzielle Tools. GitLab und Snyk und X-Ray und Dependabot von GitHub. Die meisten davon sind für Open Source Produkte gratis. Und machen eben eine Prüfung auf bekannte Sicherheitslücken. Wie schon gesagt. Und ich persönlich würde empfehlen, das Ganze regelmäßig zu machen. Wir machen das typischerweise nachts in unserem Nightly-Build, vielleicht aber auch und auf jeden Fall irgendwie automatisiert, ja, weil kein Mensch kann das handeln, wenn es ein Entwickler morgens macht, kostet unnötig Zeit. Ja, es ist wahrscheinlich schneller automatisiert, als dass man das zweimal von Hand ausgeführt und geprüft hat. Man kann es aber auch nicht vergessen, wenn dieser eine Entwickler, ihr kennt es vielleicht, es gibt den einen Entwickler, der solche Sachen macht, der ist dann mal krank und hat Urlaub und keiner weiß, dass das Ding irgendwie kaputt ist und zack, hast du 6 Wochen alte Sicherheitslücken, weil keiner da war, der es gemacht hat. Genau. Und die schwierigste Sache an dieser ganzen Nummer ist nicht, Schwachstellen zu finden, sondern sie zu fixen. Und zwar nicht, dass sich jemand hinstellt und sagt, naja, Log4j 2.14 hat eine Schwachstelle, ich benutze 2.17, was so am Schluss der endgültige Fix war. Sondern die Frage an deine Org, an deine Firma, an dein Team, wer macht das und wann?
Und da kann ich euch leider nicht mithelfen. Das müsst ihr halt für euer Team selber rausfinden, ja, oder für eure Org. Vielleicht habt ihr da irgendwie Sicherheitsstrukturen, je nachdem, wie groß der Laden ist. Bei Open Source Tools genauso. Und jetzt würde ich gerne auf so einen Punkt kommen, nämlich, dass man das Ganze nicht manuell machen muss, sondern ein bisschen automatisieren kann. Ja, damit es ein Tooling gibt, was euch quasi zumindest mal den Aufwand abnimmt, zu sagen, hey Chef, guck mal, da gibt es ein Update, ja, Patch Log4j 2.17 mit ChangeLog direkt als Pull-Request, weil letztendlich macht ihr als Entwickler ja nichts anderes. Ja? Ihr macht eure Maven-POM auf, also eure Konfigurationsdatei oder Package-JSON oder sowas oder weiß nicht, wie es bei Pip heißt oder Python heißt und schreibt da einfach eine neuere Version rein. Ja, mit einer Commit-Message, die besagt, warum habe ich ein Upgrade gemacht. Ja, und das kann ja heißen, ja, ich möchte mal wieder die nächste Version benutzen, damit wir am Ball bleiben. Oder eben, hey, hier, CVE-Link, es gibt eine gravierende Sicherheitslücke, wir brauchen dieses Update. Genau, und wenn ihr das automatisiert habt und dann vielleicht, kommen wir vielleicht auch noch nachher dazu, das Ganze auch noch automatisch mergen könnt, dann braucht ihr euch eigentlich so auf diese Basissachen, wie habe ich überhaupt die neueste Version, gar keine Gedanken mehr zu machen und seid einfach fertig und könnt tatsächlich die coolen Sachen machen, wie Features entwickeln oder was auch immer ihr cool findet bei der Softwareentwicklung. Genau, so, wie updaten wir denn? Ja, das ist nochmal so der painful manuelle Prozess. Es gibt so ein Beispiel in Java, so ein Versions-Plugin und das könnt ihr eingeben und sagen, hey, zeig mal, für was gibt's alles Updates und jetzt kommt dieser Spaß in Maven oder Java. Ihr habt ja halt irgendwie, ich weiß nicht, was in dem Beispiel sind, 20 Bibliotheken, die ein Update haben, die habt ihr alle nie in eurer Config-Datei gehabt, weil die wolltet ihr gar nicht haben, die kamen halt irgendwo gratis mit. So, könnt ihr vergessen, das irgendwie zu updaten von Hand. Es gibt Frameworks, die bieten sowas an, dass sie so eine Outdated-Liste machen und es gibt welche, die bieten an, alle Updates zu machen, die es gibt. Ja, es gibt sogar welche, die können das nach Security-Relevanz. So. Jetzt müsst ihr trotzdem noch so ein bisschen Shell-Magie und CI-Magie außenrum machen, dass das auch noch automatisch passiert und dann habt ihr alles in einem Update und wenn dieser Pull-Request, Merge-Request kaputt geht, müsst ihr doch von Hand alles machen. Auch ein bisschen doof. Und es ist weiterhin die Frage, wer macht denn das? Wenn ich es nicht automatisiert habe, bin ich wieder bei diesem Von-Hand-Ding. Und einfacher ist es eben, das automatisiert und regelmäßig zu tun. Und ich zeige euch mal kurz, wie man das mit GitHub machen kann. Ah, jemand hat vorhin GitHub nicht aufgemacht. So, oh, jetzt ist genau. Das ist eine App, die habe ich mal für einen Security-Workshop gebaut. Ist auch gar nicht wichtig, was da alles drin ist. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und auch schon gut abgehangen und die ist richtig kaputt. Ja, die ist mit Absicht auch richtig kaputt. Und da drin, ich sage es einmal kurz, sind ein paar Dependencies. Das ist so dieses Beispiel, was ich vorhin auch gezeigt habe. Es sind so 4, 5 Spring Boot, also Java, aber wenn ihr sowas wie Package.json benutzt, ist wahrscheinlich der Transfer relativ einfach. Bibliotheken, die einfach modern sind, da gibt es irgendwo anders eine Version von. Und dann gibt es eine Struts-Bibliothek. Das ist so ein Web-MVC-Ding, mit dem man Frontends bauen kann. Wenn ihr mal was von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von diesem amerikanischen Schufa-Pendant gehört habt, was vor ein paar Jahren mal Equifax, vor ein paar Jahren mal gehackt wurde mit 10 Milliarden Kundendaten, die nicht wussten, dass sie Kunden sind. Das kam mit dieser Struts-Version rein. Ist auf jeden Fall was, da will man automatisiert ein ganz großes rotes Ausrufezeichen mit, hey, benutzt diese Version bitte nicht. Und eigentlich danach auch ein, benutzt lieber diese, weil die fixt das Problem. Und vielleicht sogar ein Auto-Merge, das heißt, ihr merkt morgens, oh, heute Nacht wurde meine Software neu deployed, so Continuous Delivery vom Pull-Request bis zum Prod-System am liebsten. Und ich muss mich gar nicht mehr um die Schwachstelle kümmern, weil sobald der Patch rauskommt, läuft der quasi nach 10 Minuten in Prod. Ja? Oder ja, ich weiß, es ist utopisch, bei gewachsenen Projekten 10 Minuten Pipeline zu haben, aber sagen wir halt mal 2 Stunden oder sowas. Genau, und jetzt habt ihr vielleicht eben schon gesehen, man bekommt von GitHub eine Anzeige mit, Achtung, guck mal, ich hoffe, man kann das von hinten sehen, wir haben in deinem Produkt oder in deinen Dependencies Schwachstellen gefunden. Ja, und technisch gesehen hat nicht GitHub die gefunden, sondern GitHub hat eine öffentlich verfügbare Liste genommen und geguckt, beim NIST gibt es diese Schwachstellenliste und hat geguckt, guck mal, der Mensch hat folgende Struts-Version zum Beispiel verwendet, welche CVEs oder Schwachstellen, die bekannt sind, gibt es denn dafür? Ja, und jetzt könnte man sagen, diesen Hinweis, den sieht nur der Owner von diesem Projekt. Ja, das heißt, Angreifer können den nicht sehen. Ist eigentlich ganz safe, oder? Es laufen schon die Ersten.
Wenn ihr einen Fork macht von meinem Repo, dann seid ihr der Owner von dem Fork. Ja, spätestens dann seht ihr es auch. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm, weil das ist die Schwachstelle, die ist so alt und so dämlich zu haben, die müsste man eh schon lange gefixt haben. Und wenn ihr GitHub benutzt und macht jetzt ein neues Projekt, ist das Ding seit, weiß nicht, 2 Jahren oder sowas, gehört Dependabot zu GitHub selbst und ist hier voll integriert, dann ist standardmäßig auch diese Benachrichtigung an. Ja, das heißt, ihr kriegt hier Alerts, ihr kriegt die auch per E-Mail, wenn ihr der Owner seid, an eure GitHub-E-Mail. Wenn ihr ein Open Source oder auch ein privates Projekt macht, bekommt ihr diese Alerts. Und Dependabot kann euch auch automatisch Pull-Requests dafür stellen. Ja, und beispielhaft wäre hier so einer. Das heißt, er möchte zum Beispiel sagen, nimm diese kaputte Struts-Version und benutze bitte lieber die 2.5.30. Und jetzt gibt es einen kleinen Nachteil noch. Dependabot ist eine Third-Party-App in GitHub. Das heißt, wieder so ein, ihr müsst ihr vertrauen. Ja? Man könnte jetzt sagen, Dependabot gehört zu GitHub. Wenn ihr Dependabot nicht vertraut, könnt ihr euren Code nicht bei GitHub hinlegen oder sowas. Ja? Oder eure Keys vor allem. Ja, der Code, wenn er Open Source ist, ja egal, wo er liegt. Aber natürlich eure Deploy-Keys, wenn ihr das irgendwo nachher in irgendein System reinschmeißen wollt, vielleicht auf AWS zugreifen oder sowas oder irgendwoher Daten runterladen oder sowas. Ja? Monitoring ansprechen. Ein Nachteil davon an dieser Third-Party-App-Lösung, Dependabot, ist, ihr könnt dieser App keine Credentials übergeben, außer sie sind irgendwie im Code verstrickt. Und das heißt, dass ihr damit eben keine integrativen Tests oder Regressionstests machen könnt, falls ihr dafür Credentials oder Secrets braucht. Ja, das heißt, und ich bin großer Fan davon, ich push Code, egal wie klein, es gibt irgendwie automatische Tests gegen die Datenbank oder gegen Drittsysteme, ja, und das Ding wird irgendwo hochgefahren tatsächlich, echt, ja, und irgendwo integriert, damit ich da schon sehe, gibt es da Probleme. Und sowas geht mit Dependabot halt leider nicht. Genau, sad. Okay, aber es ist, wenn ihr irgendwas für eure Software machen wollt, die bei GitHub läuft, das hier ist die einfachste Variante. Einfach anschalten, oder es ist schon an, Pull-Request angucken, gibt es automatisch und gratis. Man kann das konfigurieren, um ein bisschen mehr Einstellungen zu haben in so einer Dependabot-YAML. Die könnt ihr mit in euer Projekt reinlegen, wo ihr zum Beispiel sagt, welche Bibliotheken ihr gerne auf welche Version maximal das Update bekommen wollt. Ich zeige das nachher bei Renovate, das ist ein bisschen, kann man ein bisschen mehr managen, aber es geht in Dependabot immer mehr. Das ist ja dieses, das eine gehört zu GitHub, das andere gehört zu White Source oder sowas. Ja. Jemand macht ein Tool und alle anderen, die so ein ähnliches Tool haben, die kopieren die coolen Sachen. Ja, ist ja auch ganz, wir sind die Nutznießer letztendlich. Von daher ist das ganz cool. So. Es gibt das Ganze auch als Code. Das heißt, man kann sich's runterladen und in einem eigenen Repo mit einem GitHub Actions oder sowas oder GitLab Runner oder CircleCI, was auch immer ihr wollt, selber hosten. Einfach eben aus dieser Vertrauensfrage, weil dann habt ihr nicht mehr dieses Vertrauensproblem gegen Dependabot als Third-Party-Service. Aber dann kann man auch Renovate benutzen, weil der ist einfach besser, meiner Meinung nach. Oh, guck mal, da kommt er schon. Genau, Renovate ist so ähnlich gestartet wie Dependabot. Irgendwelche Leute haben sich den ausgedacht und fanden das ziemlich cool. Und WhiteSource als ein Hersteller von Sicherheitssoftware hat das Ding einfach aufgekauft und vertreibt das zum Teil auch in seinen Enterprise-Versionen oder seiner ganzen, die haben so Bundles, wo ihr Security-Checks und Pull-Requests und alle möglichen Scans und so bekommen könnt. Und der kann eben auch Dependencies erkennen, neue Versionen finden. Ja, also er muss ja irgendwoher als Skript letztendlich und als dummer Abarbeiter von Code erkennen können, woher weiß ich denn jetzt, ob es für diese Dependency, die ihr in eurem Projekt habt, ein Update gibt. Ja, also Beispiel, gibt es Spring 2.6.15, wenn da steht 2.6.14? Oder gibt's, was ist denn die neueste Spring-Version, wenn da steht 1.5 irgendwas? Ja. Macht euch einen Merge-Request, verwaltet den auch. Das heißt, jedes Mal, wenn Dependabot zum Beispiel über einen Scheduler läuft, macht er ein Update auf alle Pull-Requests, die er gestellt hat. Ja, zum Beispiel, wenn sich bei euch am Projekt was geändert hat, möchtet ihr ja auf dem neuesten Stand diese Änderung testen. Ja, weil nur dann könnt ihr sicher sein oder relativ sicher sein, dass das Ganze nachher auch in eurem Produktionssystem funktioniert oder in nachgelagerten Systemen. Und meiner Meinung nach ist es sehr einfach automatisierbar. Das sind nämlich 2 Files, die man da konfigurieren muss. Und dann ist das Ding schon fertig. So, wie funktioniert das Ganze? Es ist ein, ja. Ich habe eine Frage dazu, und zwar, wie ist das jetzt mit Deprecated Code? Mhm. Kennst du auch Deprecated Code oder sagt das überhaupt
Renovate, also die Frage war, erkennt man da deprecated Code in Bibliotheken, nehme ich an? Nein, Renovate kann auch keinen Security-Scan machen, der kann tatsächlich nur gucken, was ist die neueste Version. Oder eine neuere, du kannst das ein bisschen einstellen, komme ich nachher noch zu, welche Abstufungen es da gibt. Aber prinzipiell kann er eben, er weiß nichts von irgendwelchen Schwachstellen und er weiß auch nichts vom, ich sag mal, von den Code-Internals. Ja, da ist quasi die Hoffnung einfach zu sagen, ich bleibe an der neuesten Stelle, ja, und hoffe, dass alles funktioniert. Und danach musst du halt quasi selber darauf vertrauen, dass deine Tests idealerweise all deine Pfade durch die verschiedene Software halt abdeckt, um zu sehen, funktioniert das Ganze noch. Genau. Das Ganze unterstützt Docker, Golang, Java, Node, Python, PHP, Ruby und noch mehr. Unterstützt auch Terraform. Ja, also wenn ihr sowas macht wie Infrastructure as Code, wo ihr zum Beispiel wisst, okay, ich möchte auf meinem Testsystem Version sowieso von diesem Docker-Container haben und auf meinem Prozesssystem diese Version, vielleicht auch die gleiche, und ihr habt dafür ein Terraform-File oder ein Ansible-File, dann macht das Ding euch auch einen Pull-Request, also Renovate stellt euch auch einen Pull-Request, wenn er feststellt, es gibt bei Docker Hub eine neue Version davon. Ja, also wenn ihr Beispiel sagt, in Terraform habe ich irgendwie sowas drin wie OpenJDK Version 11.0.15 und es gibt eine 11.0.16, dann stellt euch Renovate auch einen Pull-Request, der eben diese Version ändert. Ja. Das ist ganz cool, das kann Dependabot auch. Renovate unterstützt ein paar mehr Frameworks, also ich habe ein paar aufgezählt. Helm-Charts kann man updaten, Kubernetes-Ressourcen kann man updaten, es gibt noch viel mehr, guckt es euch einfach mal an, am liebsten. Wie kann man es laufen lassen? Der einfachste Weg ist, wenn man von denen das fertige Docker-Image nimmt und in seine eigene CI einbaut, meiner Meinung nach. Man kann das auch als NPM-Tool lokal laufen lassen, also wie mit NPM-Install und wie auch immer man das dann macht, wenn man JavaScript kann. Man kann, wenn man GitLab-CI verwendet, kann man einen eigenen Runner dafür installieren. Und WhiteSource als Hersteller bietet auch eine GitLab und eine GitHub-Integration an, wo ihr auch als Third-Party-App, so wie bei Dependabot in GitHub, das Ding quasi einfach per Klick auf euer Repo zulassen könnt und dann kann das da Sachen ausführen. Und dann müsst ihr irgendwie entscheiden, welche Rechte das Ding hat. Ich habe mal zwei Apps gebaut. Dann würde ich die einmal zeigen. Die eine ist die gleiche App wie vorhin, wo ich einfach eine sehr kaputte alte App genommen habe und mal sehen wollte, wie viele Updates kriege ich denn und wie sind die konfigurierbar. Ich würde euch zuerst diesen Renovate Runner, sagt man manchmal, oder den eigentlichen Bot oder das eigentliche Skript. Ich finde, Bot hat immer sowas, als wüsste das Ding irgendwie intelligenterweise, was es tun soll. Macht es natürlich nicht. Es arbeitet nur Befehle ab. Einmal kurz zeigen. Ich habe GitLab CI genommen, weil es sehr einfach zu verstehen ist. Ihr könnt es genauso gut in GitHub Actions Jenkins mit einem Scheduler auf irgendeiner Linux VM oder wo ihr das halt machen wollt, irgendwie ausführen. Das ist einfach nur ein Skriptbefehl. Was letztendlich passiert und was so die essentiellen drei Steps oder so sind oder zwei Zeilen, ist quasi Benutze dieses Docker-Image, was vom Hersteller hergestellt wird und bereitgestellt wird und führe folgendes Binary aus, das da heißt Renovate. Das ist alles. Ne? Und dann geht das Ding quasi her in diesem Repo und sucht diese Config.js. Und hier wird es so ein bisschen interessanter, weil hier kann man nämlich festlegen, an welchen Stellen nach neuem Code oder neuen Libraries gesucht wird. Und das Coole hier ist, im Vergleich zu Dependabot, der das nur bedingt kann, ist, man kann hier beliebige eigene Registries und Repositories angeben. Das heißt, wenn eure Firma irgendwie Nexus, Artifactory oder sowas hat, wo ihr irgendwelche Artefakte hochladet, die ihr gebaut habt, dann könnt ihr die hier drüber auch abfragen und da sehen, habe ich da was Neues. Ja, also das ist vor allem interessant, wenn ihr eine App baut, oder eine Lib und die in verschiedenen anderen Projekten auch benutzt. Ja, also in der Firma, wo ich bin zum Beispiel, wir haben eine Bibliothek, die wird, glaube ich, in allen Projekten benutzt. Ja, und wenn die eine neue App releasen, müssten halt irgendwie 50 Teams anfangen, ein Update zu machen, wenn sie am Ball bleiben wollen und die neuen Features haben wollen. Und hiermit kriegst du das quasi gratis und automatisch. Und kann eben auch mit Passwörtern umgehen, weil du zum Beispiel sagst, okay, hier ist dein Username und das injectest du hier in dein Schedule rein und dann funktioniert das ganze Ding. Ich kann euch nachher auch die Folien und die Links irgendwie zukommen lassen, gerne. Was wir als erstes machen ist, wir machen ein Update auf das Repo selbst.
Ja, das heißt, Renovate kann sich selbst updaten. Ja, und in dem Fall ist es nämlich dieses GitLab CI-File, wo eben die Version von diesem Docker-Container drin stand. Ja, das heißt, da bleibt ihr immer am Ball. Und da sieht man auch schon so einen Unterschied. Man könnte ja bei Docker einfach Latest verwenden und sagen, okay, ich habe immer die neueste Version. Da könnt ihr aber nie nachvollziehen, wann zumindest dieser Change passiert ist. Ihr müsstet nachschauen, was war denn am 23.05. Latest und hat mein Bildsystem damals das Ding gekriegt oder ein älteres benutzt, weil er noch einen Container gecached hatte oder sowas. Ja, und laufe ich die ganze Zeit mit einer Version 15, weil die halt irgendwo bei meinem lokalen Docker-Daemon noch im Cache liegt. Und dann gibt es noch einen Haufen andere Einstellungen. So ein paar habe ich später nochmal rausgepickt, deswegen springe ich da jetzt mal kurz drüber. Der wichtigste ist wahrscheinlich, ihr braucht einen Git-Author, weil Renovate oder dieses Skript stellt einen Pull-Request oder Merge-Request, je nachdem, wo ihr euch bewegt, gegen das andere Repo, was ihr nachher auch updaten möchtet. Ja? In dem Fall wird es dann nachher dieses. Ich habe das am Anfang einfach mal auskommentiert beim ersten Commit. Und dann kommt noch so ein Haufen andere Config. Und was dieses Skript braucht, was es hier in den Variablen letztendlich für dieses Schedule dann braucht, sind Variablen, sind zwei Keys. Einmal ist das der Renovate-Token. Das ist ein API-Key, der muss Schreibrechte haben auf allen Repositories, die ihr quasi renovieren oder für die ihr Pull-Requests stellen müsst. Ganz klar, sonst kann er keine Pull-Requests stellen, vielleicht auch keine Merchen. Und dann gibt es einen GitHub-Token, der muss gar nichts können. Aber GitHub hat so die Vorgabe, wenn du in GitHub irgendwie was, öffentliche Info aus der API abrufen willst, muss das mit einem User passieren. Und dieser User muss eben einen API-Key ausstellen. Warum GitHub? Dependabot verbindet sich mit GitHub, wenn er ein Update findet aus einer öffentlichen Registry oder von Open-Source-Zeug und sucht dann in GitHub die Release-Notes. Und ihr kriegt dafür eben an diesen Pull-Request als Kommentar dran, warum habe ich das Ganze denn gemacht? Ja, was euch dann nachher, wenn ihr überlegt, soll ich das jetzt merchen oder in meinen Mailern-Branch mit reinbringen, das natürlich viel einfacher macht, ja, und spart wieder Zeit, weil ich gar nicht gucken muss. Hat sich jetzt bei Spring 2.6 irgendwas was geändert? Muss ich das googeln, sondern ich sehe das einfach in dem Pull-Request direkt. Genau. Und dann sind wir natürlich bei der Security-Ebene. Natürlich sollte das ein Token sein, der auch wirklich nur diese Rechte hat. Ja, ganz klar. Je weniger irgendein Token kann, desto weniger Problem ist es, wenn das Ding irgendwo gehijackt wird. Genau. Und dann, wenn das Ding das erste Mal gegen sich selbst quasi läuft, gibt es einen Onboarding-Merge-Request. Damit trägt sich Renovate quasi in das Zielrepo, in dem Fall er selbst oder sie selbst oder es selbst, sorry, wenn da jemand drauf steht, ein und sagt dir quasi als Kommentar, Achtung, ich habe erkannt, in diesem Repo gibt es GitLab CI, da werde ich in Zukunft Updates machen. Ja? Und dann kriegt man unten noch so ein What to expect und er sagt hier, Achtung, ich möchte hier Renovate auf Version 29.12, als das Ding damals gelaufen ist, dieser Onboarding Merge Request, war das die aktuellste, die ein Update vorschlagen. Ja, und dieser Pull-Request, der macht aber noch nicht das Update, sondern der macht quasi die Basiskonfiguration. Und der schreibt hier in dieses Repo rein so ein Snippet. Und das passiert quasi in jedem Repo, das ihr renovieren wollt, bei diesem Onboarding Merge Request. Und dann ist die Idee, dass man in dieser Config in dem jeweiligen Repo einstellen kann, welche Updates man in welcher Variante updaten möchte oder welche Libs. Ich zeige es gleich an der anderen App, da sieht man ein bisschen mehr als hier. Und hier, das hier war es quasi schon. Ja, das heißt, dieses Skript wird sich selbst updaten oder das eigene Repo und wird immer mehrere Updates vorschlagen, nämlich eine Minor und eine Major. Und das kann man auch konfigurieren. Ja. Im Fall von Renovate würde ich einfach empfehlen, auch so aus den letzten, keine Ahnung, 2-3 Jahren, wo wir das benutzen, bleibt einfach auf der modernsten Version, die unterstützt die meisten Sprachen und die meisten Features und im Zweifelsfall geht nur der Renovate-Run kaputt. Und ihr habt halt keine Updates und habt ihr vielleicht hoffentlich Alerting oder so. Genau. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Genau. Und dann ist es die eigentliche App, ist die von vorhin. Ja, eine sehr gute, sehr sichere App mit uralten Schwachstellen von 2013. Und wie gesagt, hier, ich kann ein Pipeline-Schedule auch gerne jemand noch nachher zeigen, der Lust hat, aber hier drin ist am Anfang ein erster Security-Check, wie ich vorhin gesagt habe, der erstmal zeigt, was ist denn hier alles kaputt.
Ja, wie gesagt, finde ich persönlich wichtiger, als automatische Updates zu machen, zur Entscheidung, was möchte ich updaten, auf jeden Fall erstmal zu merken, wo habe ich denn gravierende Schwachstellen vielleicht. Genau, wenn ich jetzt hier so einen Onboarding-Merge-Request gegen mache, gegen dieses Repo, dann sehe ich schon ein bisschen mehr als eben. Und zwar wird hier wieder gesucht, was für, müsste man von hinten sehen, ne? Was habe ich denn da drin alles gefunden? Und ich habe einen Docker-File eingetütet, ich habe einen GitLab-CI-YAML eingetütet, wo die Images für die GitLab-Runner, also wo CI passiert und die Builds passieren, updated wird. Und ich habe eine POM gefunden, weil ich hier Maven, also was ist quasi die Standard-Konfiguration für Artefakte und Dependencies von Maven und in dem Fall von Java. Und das hier ist ziemlich Standard. Und dann gibt es eben hier eben in diesem What to Expect schon mal so eine Art Vorauswahl. Wenn du Renovate für dieses Ding anschaltest, für diese App, bekommst du wahrscheinlich folgende Updates vorgeschlagen. Ja, und hier sieht man auch wieder, es gibt einen Vorschlag für ein Docker-Update 11.0.13, also innerhalb der gleichen aktuellen Version, aber auch eine Latest-Version. Und hier muss man nachher mit der Config ein bisschen aufpassen, weil wenn ihr eine Java 11-App habt, und das heißt in dem Fall dieser OpenJDK 11. irgendwas Container, und baut den plötzlich mit einer Java 18, weil es da gerade hip war, könnte es sein, dass das nicht so gut für eure App ist. Könnte sein, dass es funktioniert und dass ihr nachher komisches Verhalten habt in Produktion. Das hier ist aber auch was, wenn ihr sowas in Terraform habt zum Beispiel. Ja, es ist natürlich immer ein Riesending, ein Major-Update zu machen. Ja, grundlegend auch bei Software, wenn ihr ein Artefakt habt, sind Major-Updates ja auch meistens die, wo man Breaking-Changes drin versteckt. Ja, oder vielleicht in die Release-Notes schreibt. Und dann kann man auch bei Einstellungen machen, zum Beispiel, dass man pro Stunde nur so und so viele Requests stellt oder so und so viele Branches eröffnet. Das ist einfach in den meisten Firmen ein Kostenfaktor. Wenn ihr in der Cloud seid und Renovate macht euch 500 Pull-Requests auf oder Branches und da läuft überall CI los, könnte es sein, dass am nächsten Tag das Controlling bei euch vor der Tür steht und die glühende Kreditkarte hochhält und sagt, hier, was ist da los? Ja? Weil wenn ihr viele Tests habt und fahrt halt einfach beliebig viel in der Cloud, ihr kennt, oder wenn ihr das auf dem Blech habt im Rechenzentrum, merkt, wundert ihr euch, warum kann ich keine Builds mehr machen? Weil alle Runner oder alle Build-Agents sind gescheduled, um diesen ganzen Kram hier abzuarbeiten. Und wenn ihr 100 Pull-Requests habt, sollten eigentlich, sobald einer gemerged wird, alle anderen 99 erstmal auf diesen neuen Stand aufbauen und rebased werden bei Git letztendlich, weil nur dann kriegt ihr bei all den anderen ein echtes Ergebnis aus eurem ganzen CI-Krempel, aus eurem ganzen Qualitätscheck-Mechanismus. Ja, weil sonst habt ihr irgendwie so ein zusammengematschtes Zeug, wo keine Version zu einer anderen passt möglicherweise. Und es ist alle Pipelines sind grün und dann werden alle gemerged und es ist einfach komplett tiefrot und ihr könnt wieder von vorne anfangen von Hand. Genau. Wie das dann läuft, ist relativ wurscht. Kann man auch ausprobieren. So sieht ein Pull-Request aus. Das ist ein ganz einfacher, in dem Fall Dependency-Check. Ja, ich habe vorhin gesagt, wir haben da so einen Sicherheitscheck drin und der erste Pull-Request, den ich aus der Liste gepickt habe, ist einfach, da hat quasi der Dependency-Check für meine App einen Pull-Request gemacht. Da steht hier drin, was für ein Update ist hier drin, ja, wie alt ist das Update, was ist so ein paar Kennzahlen oder so, was ist der eigentliche Change. Und das ist das, was ihr von Hand machen müsstet, was so ein riesen Pain ist im Vergleich zu, man kriegt es geschenkt, nämlich herausfinden, was ist denn die neueste Version, gibt es eine neue Version, ist es die 7.1 oder die 7.1.2 oder sowas. Und das ist halt so ein manueller Aufwand, den kann man sich einfach sparen. Ja. Und dann kann man hier so ein bisschen Zeug konfigurieren. Das kann man auch global machen. Ich zeige gleich noch ein paar Beispiele. Muss ein bisschen beeilen, sorry. Was man hier noch sieht, was eben ganz cool ist, man kriegt Release Notes, sofern es die bei GitHub gibt. Ja? Also dafür braucht man diesen GitHub API Key. Hier wird quasi nachgeschaut, was ist denn in diesem Update drin, damit euch die Entscheidung leichter ist, möchte ich es mergen. Oder möchte ich es auto-merchen? Da guckt ja keiner in die Release-Notes rein. Genau, dann gibt es einen Haufen Updates, habe ich schon gesagt. Okay, dann, wenn ihr diese ganzen Updates habt, vielleicht noch so zwei Sätze zur Konfiguration von dem ganzen Gerät. Es gibt zwei Arten, das Ding zu betreiben. Die eine ist, ein globales Renovate-Repo zu haben, das Zugriff auf alle eure Projekte hat. Dann habt ihr einen Scheduler,
und könnt besser feststellen, wie viele Pull-Requests möchte ich gleichzeitig bei welchem Projekt haben und das Ganze global steuern. Wenn ihr Admin in eurer Org seid oder das Admin-Team das machen möchte, kann man sowas auch für alle anderen Teams machen. Da kann ein Admin-Team Credentials für alle möglichen Repositories, Registries eintragen, kann sich ein Schedule aussehen, wann es für sie gut ist, dass die ganzen Jobs laufen und so weiter. Der Nachteil ist, wenn euch dieser API-Key flöten geht, der hat halt Zugriff auf alle Projekte. Die Alternative ist, was Renovate eben auch selbst macht, ist sich selbst updaten und das, also quasi rechte Seite, das kann man auch in jedem einzelnen Projekt machen, weil diesen Renovate-Job und sich selbst steuern, das kann man auch für jedes einzelne, das könnte man auch in dem App-Projekt machen. Das ist dann cool, wenn ihr zum Beispiel öffentliche Repos habt, weil da möchtet ihr nicht, dass irgendwelche Maintainer auf alle eure Projekte Zugriff haben, dann geht das Ganze ein bisschen granularer zu steuern. Ich habe mal noch so die wichtigsten, meiner Meinung nach, oder verbreitetsten Config-Dinger rausgesucht, Config-Möglichkeiten. Ich glaube, nach 5 Minuten haue ich die kurz runter. Ein Hint wäre was grundlegend super interessant ist, ist schemastore.org. Hat mit Renovate wenig zu tun, aber bei schemastore.org gibt es die Schemata oder die verschiedenen JSON-Flavors für alle möglichen Programmiersprachen und Tools, damit ihr so eine Completion bekommt in eurer IDE zum Beispiel. Ja, also dass ihr zum Beispiel bei Renovate sowas wie Base Branches nur Base tippen müsst und dann kriegt ihr einen Vorschlag, du möchtest Base Branches verwenden und direkt richtig eingerückt und richtige Syntax und so. Ja, super gut. Genau, hier geht es nur darum, wann möchte ich rebasen, also sprich, wann kann ich auf eine neue Version aufsetzen. Und diese ganzen Konfigurationen, die führt Renovate bei jedem Run aus. Ja, sprich, wenn ihr zum Beispiel ein Schedule habt, bei uns läuft er zum Beispiel alle Stunde, immer um, weiß nicht, 3 nach oder sowas, und prüft wieder alle die Pull-Requests, die er gestellt hat für das Ziel-Repo und sagt, da hat sich was getan, er zieht sich den Branch, gegen den er die Pull-Requests stellen soll und sagt, okay, der hat sich irgendwas verändert, ich rebase mal alle und lasse sie nochmal laufen. Ja, dass ihr immer auf dem aktuellen Stand das Update angeboten bekommt. Dann gibt es Package Rules, da könnt ihr einfach so Untergruppen bilden, zum Beispiel sagen, alles, was von meiner Firma kommt, ja, das möchte ich zum Beispiel immer automatisch mergen. Ich möchte für jeden dieses Separate Major Minor in der Mitte, sagt sowas aus wie, ich möchte immer nur die größte Version haben. Ist mir egal, ob es noch eine Minor-Version gibt. Wenn eine Major da ist, möchte ich für die das haben. Ich möchte bestimmte Versionen per Regex exkludieren oder inkludieren. Dann eben die Frage, möchte ich für alles einen Patch, einen Update vorgeschlagen bekommen? Also für die 1.1.2, die 1.1.3, die 1.2.0, die 2.0? Oder sage ich quasi, ist mir alles egal, ich mache da irgendwelche Abstriche. Versionen erlauben, zum Beispiel, wir hatten früher mal den Deal, dass wir gesagt haben, bei GitLab, beim Betreiben, hier Infrastructure as Code, wir benutzen nie die .0-Version, weil die war immer irgendwie kaputt am Anfang. Verzögerung, super spannend. Ihr könnt quasi sagen, ich möchte das Update immer haben, aber erst nachdem es 5 Tage lang released wurde. Ja? Und es gab letztes Jahr zweimal in der Presse und groß, dass zum Beispiel bei UA-Parser jemand Credentials von NPM-Registry gefunden hat und Malware auf ein Paket gepackt hat und das released hat als neue Version. Was passiert ist, Leute, die automatisch bei uns auch schnelle Updates hatten, die haben instant, dass quasi das Paket kommt, der nächste Renovate-Run, der baut euch das in euer Tool ein. Und alle Entwickler, die zufällig danach sagen, npm install und git pull, die haben das auch noch auf ihrem, damals war es Crypto-Miner, auch auf ihrem Rechner gratis. Ja. Und npm erlaubt sich zum Beispiel, ich glaube, bis zu 3 Tage lang ein Paket zurückzuziehen, wenn sich sehr viele Leute darüber beschweren, dass es zum Beispiel technisch einfach schlecht ist und Abstürze gibt. Aber Renovate kann nur upgraden und kein Downgrade. Ja. Genau, fast fertig. Automerge spart einen Haufen Zeit. Wir haben für uns rausgefunden, man muss das einfach, wir machen das mit Package Rules. Wir sagen zum Beispiel, alles, was von internen Servern und anderen Teams kommt, was schon irgendwie von anderen Teams gebaut wurde oder auch kuratiert wurde, das mergen wir automatisch. Da sind wir sicher, das funktioniert, wenn denn unsere ganzen Tests auch grün sind. Ja, natürlich mein erstes Go-To-Ding. Grundlegend ist es so, ich vertraue meinen Tests. Wenn ein anderer Entwickler mir manuell ein Update schickt, gucke ich ja auch nur, ist der Test grün und nicht, ich muss das nochmal alles von Hand testen. In dem Moment, wo ich von Hand Tests mache, würde ich mich komplett losgelöst von Dependencies fragen, ob ich den Test, den ich gerade von Hand mache, nicht auch automatisieren kann, damit ich ihn nie wieder machen muss. Ja.
Und hier gibt es natürlich eben einen Scope, dass man sagt, zum Beispiel bestimmte Items habe ich schon gesagt, oder zum Beispiel wir mergen Patches in der einen Version, in dem einen Projekt, das wir komplett von Anfang an gebaut haben, mergen wir alle Patches automatisch und rollen die auch direkt nach Produktion aus. Also sowas wie Spring Boot 2.6.3 auf 2.6.4, das passiert irgendwann nachts und läuft morgens im Prod. Ja, Gesetz halt voraus, man hat gute Tests, man hat gute Regressionstests und man hat gutes Monitoring, damit man auch merkt, wenn es kaputt geht. Dann kann man in der Commit-Message noch rumfuschen, dass man sagt, das muss ein gewisses Format haben, da müssen gewisse Inhalte rein. Es bleibt leider immer noch die Frage, sobald es nicht ein Auto-Merge ist, und das kann einem leider niemand abnehmen, es gibt keine Silver Bullet dafür, wer ist der Verantwortliche, wer macht das bei euch? Ja, aber derjenige hat zumindest immer diesen ganzen händischen Aufwand vorher, um rauszufinden, was könnte ich denn überhaupt machen, muss ich was machen? Und dann, wie ich schon gesagt habe, wie oft will man updaten? Ja, das habe ich auch selbst überlassen. Jede Major, ja, wäre vielleicht ganz gut, dass man eben halbwegs am Ball bleibt, keine Breaking Changes auslässt, die einem nachher, wenn man schnell updaten muss, irgendwie auf Deutsch in den Arsch beißen. Und was macht man mit Continuous Delivery? Kann man Updates ungesehen nach Prod ausrollen? Ja, ist auch so eine gewisse Frage, wie weit vertraut ihr euren Tests, wie weit vertrauen eure Produktmanager euch als Entwicklern, ja, wie weit ist Vertrauen in der Firma da und auch Fehlerkultur mal zu sagen, naja, es ging jetzt leider in die Hose, wir müssen jetzt nochmal zurück. Ansonsten noch kurz ein Fazit, bitte macht irgendwie Updates. Ja, es ist keine Lösung, im Dezember gesagt zu haben, oh, wir haben Log4j 1, da ist noch nichts passiert, es gilt erst ab 2, gut, dass wir kein Update gemacht haben, ja. Wenigstens Security-Updates sollte man auf jeden Fall immer machen und auch immer zeitnah. Ja? Und benutzt Automatisierung, macht euch das Leben leichter. Sobald ihr was zweimal gemacht habt, ist es oft schneller einmal automatisiert. Selbst wenn man eine Woche braucht, einen 5-Minuten-Job zu automatisieren, unabhängig auch von Updates und Tests, ist es wenigstens immer gleich richtig oder immer gleich falsch. Das ist nicht der eine, ja, man hat es ja, der eine Typ sagt, das brauchen wir nicht automatisieren, da brauche ich 5 Minuten für jede Woche. Sagst du, ja, bis er krank ist. Ja, oder bis er einen Unfall hat und oder kündigt. Ja, und dann seid ihr froh, ihr habt eine Automatisierung. Da kann auch jeder neue Entwickler nachlesen, ah, Moment, folgende Schritte werden da immer wieder gemacht. Da kann keiner Schritt 3 vergessen. Genau, ansonsten bedanke ich mich, wenn ihr Fragen habt und die Zeit reicht nicht mehr. Ich habe schon zweimal ein Papier mit Zahlen hochgehoben bekommen. Auch gerne nachher, ich bin den ganzen Abend da. Und ansonsten, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir gerne eine Mail oder irgendwie Twitter oder das andere Gerät. Dankeschön. Dann danke dir. Wir haben noch 7 Minuten Zeit für Fragen. Gerne. Vorhin stand bei Renovate im Log, remove all policies. Hast du da schon Probleme? Die Frage ist, hatte ich schon Probleme mit false positives bei Renovate? Ich weiß nicht genau wo, aber wahrscheinlich nicht. Du weißt wahrscheinlich auch nicht mal, an welcher Stelle, oder? Ich habe nur Update-Log von Renovate. Okay. Kann ich gerade nicht sagen, müsste ich nachher suchen, wenn du noch Zeit hast. Oder müssen wir irgendwie zusammen nochmal drüber gehen, über die ganzen... Nee. Also möglicherweise bei dem Sicherheitsscanner-Zeug, da gibt es viele False Positives tatsächlich. Dass ihr zum Beispiel... was haben wir denn letztens gehabt? Sagen wir mal, ihr habt irgendeine Version einer Java-Bibliothek und da gibt es in Zusammenspiel mit irgendwas anderem eine Schwachstelle und der Dependency-Scanner meckert euch das an. Sagt hier, guck mal, das ist kaputt, das willst du fixen und du guckst halt rein und siehst, Moment, da steht aber dabei, dafür musst du irgendeinen komischen Mail-Server von Java verwenden, damit es oder SMTP verwenden oder XML verwenden und du hast aber zum Beispiel das gar nicht, du benutzt kein Mail, du hast JSON überall, ja, dann betrifft dich das vielleicht gar nicht. Und dann könntest du ein False Positive excluden oder früher hieß es mal whitelisten, ja, erlauben, dass der Scanner dich nicht jedes Mal darauf aufmerksam macht, obwohl du weißt, es ist mir egal, es stört mich jetzt nicht. Ja. Vielleicht gibt es auch keinen Patch, ja, weil jeder sagt, Moment, Apache James ist der komische E-Mail-Server von Java, den benutzt kein Mensch, ja, da brauche ich nicht woanders die Sicherheitslücke zu fixen, weil sie da drin auftaucht, aber irgendwie hier zugeordnet wird bei meiner Bibliothek. Ja, also grundlegend. Aber das sonst False Positives habe ich in Renovate noch nicht gesehen. Ich wüsste dann nicht, wie oder warum. Was Renovate manchmal macht, wenn man diese Stability Days verwendet und ihr benutzt Docker
Es gibt sehr viele Hersteller, die verbreiten Docker-Container und die benutzen immer den gleichen Tag. Beispiel OpenJDK 11.0.15. Davon gibt es jede Woche eine neue Version mit dem neuen Basiscontainer. Wenn ihr 5 Tage Stability Days habt und montags wird das Ding released und sonntags hat Renovate euch einen Merge Request gestellt, macht er ihn montags wieder zu. Weil er sieht, das Release ist noch keine 5 Tage alt. Der Timestamp ist noch zu neu. Ja, das kann so ein bisschen schmerzhaft sein, aber dann kann man eben wieder hingehen und sagen, okay, für bestimmte Pakete kann ich es eben separat überschreiben. So, und da muss man dann halt leider durch, genauso wie bei Schwachstellen, da muss man einmal so Tabula Rasa macht und sagt, okay, ich habe jetzt alle Updates. Ja. Ein Punkt noch, der mir eingefallen ist, so als Learning vielleicht noch oder vielleicht auch so Horror-Stories. Ich habe vorhin mal gezeigt, dass man in Renovate einstellen kann, für welche anderen Projekte oder das eigene Projekt so als Target Renovate benutzt werden soll. Wenn man da nichts hinterlegt, macht Renovate diesen Onboarding-Pull-Request gegen alle Projekte, die er sieht. Ja, also alles, wo der API-Key funktioniert. Und wir haben das in einer Firma, wo ich vielleicht mal gearbeitet habe oder noch arbeite, gemacht mit einem User, der zu viel durfte, weil beim ersten Rumspiel nimmst du halt deinen eigenen User und machst dann nicht lange einen API-Key für ein Projekt. Und dann gab es am nächsten Tag ein bisschen Ärger, weil wir haben irgendwie in, weiß nicht wie viel, 80 Projekten diesen Onboarding-Pull-Request gemacht und überall sind halt Pipelines losgelaufen. Und die Leute haben sich gewundert, warum wir, was das jetzt soll, dass wir ihnen sagen, guck mal, ihr habt folgende Schwachstellen und ihr habt folgende Updates. Und die sagen, ja, wissen wir, aber was wollt ihr jetzt? Ja, also schreibt im Zweifelsfall das eigene Projekt schon mal rein. Ja, das gibt vielleicht weniger Verwirrung bei anderen Teams. Oder ihr habt ein sauberes Setup, was eure Rechte angeht, dann ist auch okay. Noch jemand? Ansonsten, ja. Warte mal kurz. Du kriegst ein Mikro. Kann man das auch nutzen, Renovate, um das zu dokumentieren, also den Ist-Zustand? Also wenn ich das jetzt einführen würde, dann weiß ich genau, ich habe jetzt vielleicht 50 Security-Problems, die ich nicht sofort fixen kann. Kann ich da vielleicht irgendwas machen, dass ich sage, okay, das Ergebnis pushe ich in Confluence, dass man zumindest mal den Ist-Stand dokumentieren kann, um dann eben handeln zu können? Ja. Also Renovate ist das Tool, was nur die Updates vorschlägt, unabhängig davon, ob es ein Security-Issue gibt. Sowas wie Dependency-Check oder SNCC oder GitLab, der Security-Part von GitLab oder JFrog oder sonst wie, die ganzen Tools, auch Dependabot, die können reagieren, wenn eine Schwachstelle da ist. Die geben im Moment, im Standard schreiben sie auf das Konsolenlog in ihrem Job, was ist alles kaputt. Ja. Es gibt aber auch welche davon, zum Beispiel SNCC kann automatisch pro Schwachstelle per Klick auch einen Pull-Request machen. Ja, also es kann das nur für Open Source gratis und sonst musst du halt die Bezahlversion kaufen. Ja, deswegen habe ich es jetzt mal runterfallen lassen, aber es gibt Tooling, das kann das. Ich bin mir bei Dependency Check nicht sicher, ob der das kann, sowas gegen Jira zu integrieren. Ja, aber prinzipiell müsstest du ja nur irgendwie den Report nehmen, den gibt es als XML, als HTML und so weiter. Ich kann das auch noch, wenn du Bock hast, mal zeigen. Führt jetzt wahrscheinlich für den Rest zu weit oder von der Zeit her auch ein bisschen doof. Da könnte man einfach einen Parser drüber laufen lassen und sagen, okay, für jedes Item aus dieser Liste schreib ein Jira-Ticket oder ein Redmine-Ticket oder ein GitHub-Issue und schreib rein, folgende Schwachstelle wurde gefunden, Name, CVE-Nummer, Criticality oder einer der Indizes, CPE oder sowas. Und dann kann man darüber auch irgendwie später vielleicht auch eine Auswertung fahren. Ja, aber grundlegend würde ich immer empfehlen, wenn man weiß, dass es sowas gibt, macht mal so einen Security-Scan. Und wenn ihr das nur auf dem ausgecheckten Repo bei euch auf der Kiste macht, weil da sind, wenn man nicht regelmäßig updatet, eigentlich immer Findings dabei, die man zumindest mal überlegen sollte, die zu fixen. Und es ist meistens, lernt man auch was dabei. Die Reports von den ganzen Tools, die sind super cool. Die schreiben meistens noch einen Haufen Info dazu. Also zum Beispiel Dependency Check gibt euch nicht nur den Eintrag aus der CVE-Datenbank vom NIST, sondern auch noch eine Liste von Blogposts, die jemand dazu geschrieben hat. Ja, und bei diesem Equifax-Ding zum Beispiel, bei Struts, ist die Liste halt sehr lange, inklusive Links zu ExploitDB, wo ihr direkt so Proof-of-Concept-Python-Snippets bekommt, mit denen ihr mal kurz euren eigenen Shop kaputt machen könnt. Hoffentlich nicht im Pott. Eine letzte kurze Frage. Nein, es ist weniger eine Frage, sondern nochmal ein Hinweis, weil wir setzen auch Dependency-Check ein. Mittlerweile gibt es seit letztes Jahr Dependency Track, das ist ein etwas anderer Ansatz, vor allem wenn ich dann mehrere Projekte habe, wo ich die Information konsolidieren möchte. Und dann habe ich dort auch einen kleinen Workflow drin, um dann zu vermerken, ist es relevant, Risk Acceptance,
eine entsprechende Suppression. Also das ist nur eine kleine Ergänzung. Genau, man kann die Ergänzung noch breit treten. Dependency Track ist letztendlich so eine Art zentrale Verwaltung, wo die verschiedenen Dependency Check Tools, die ihr laufen lasst, auch hinreporten können. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine zentrale Sicherheitsorganisation habt, dann können die in Dependency Track für jedes Projekt auch nachvollziehen, was gibt es da alles, was sind für Suppressions eben drin, also das, was man früher als Whitelist bezeichnet hat, in politisch unkorrekt, und warum ist das da drin. Ja, ihr könnt das aber jeweils auch am Projekt, Suppressions kann man auch an den Projekten selbst steuern, und da habt ihr wieder dieses mega starke Tool der Commit-Message. Ja, ich habe folgendes Update kategorisch oder diese Sicherheitslücke kategorisch gestrichen aus unserem Tool bis zum Zeitpunkt X oder für immer, aber ich unterschreibe dafür mit meinem guten Namen und meinem Git-Account und schreibe rein, warum. Genau, aber es ist super cool, weil man eben dann zentral auch so eine Liste hat, welche unserer 800 Apps in einer riesigen Firma hat denn zum Beispiel Log4j 2.14. Genau. Perfekt. Dann danke für den Vortrag. Nochmal einen kräftigen Applaus für Christian. Danke.